Für Gomez. Für Gomez. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Für Gomez. Was machst du hier? Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Lass mich mal vorbei. Dafür brauche ich den Schlüssel. Für Gomez. Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Wenn ich nicht schon genug Probleme hätte. Schon ganz ruhig. Alles in Ordnung. Hey du! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Weiter so! Guter Schlag. Gut so! Der Kampf ist entschieden. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Na, mein Freund? Mann, was willst du? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen.
Hey du. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Fisk aus dem alten Lager ist auf der Suche nach einem Handelspartner. Kein Interesse. Aber Sharky könnte sich dafür interessieren. Wenn du ihn findest, frag ihn. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht so. Aber behalt's für dich. Wie sieht's aus? Wir haben Gomez mal wieder ins Essen gespuckt. 3 tote Gardisten und eine ganze Menge Zeug zum Verhökern. Darauf trinke ich. Du bist einer von den Jungs, die ständig das alte Lager überfallen. Nein, nur wenn sich eine lohnende Gelegenheit bietet. Lass uns lieber über was anderes reden. Wo kann man sich drauf verlassen? War doch klar, dass das ärgert. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Damit kann ich nicht dienen. Dann komm wieder, wenn du es kannst. Ganz anders gelaufen. Immer wieder dieselbe. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Einige. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Ich muss lieber über was anderes reden. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Weißt du, wer hier größere Mengen abnimmt? Nein. Also das aber was für dich muss nicht gleich jeder wissen. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Früher wäre das ganz anders. Meine Meinung kennst du ja schon. War nicht besonders schlau. Das interessiert mich. Er war im Sturz betrunken. War nicht besonders schlau. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Wer erzählt denn sowas? Der soll mir nichts im Pflicht erzählen. Immer wieder dieselbe Leier. Ich hätte das nicht gemacht. Ich halte mich da lieber aus. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Damit kann ich nicht dienen. Dann komm wieder, wenn du es kannst. Ich halte mich da lieber raus. War nicht besonders. Er musste es ja besser wissen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das sind doch alles doch jemanden von du. Mal wieder dieselbe. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Hallo, du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kakar. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen.
Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Verpiss dich! Glaubst du wirklich daran? Was ist doch lange bekannt? Also, wenn ich gekommen bin, wäre ich doch anders ausgegangen. Wahrscheinlich hast du recht. Da kannst du eh nichts dran ändern. Hey du! Lass dich auf jemanden, falls ich das jemals verlassen. Das ist eben so. Das passiert mir nicht nochmal. Solange ich damit nichts zu tun habe. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ich dachte, das wäre schon. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Lass uns lieber über was anderes reden. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich sagte was, du hast ein Problem. Weil Kagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Verlass dich auf... Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich gebe dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wie er größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Ich hätte das anders gemacht. Man darf auch nicht ganz besonders glauben, was man hört. Lass uns lieber über was anderes reden. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? War doch klar, dass ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Das ist nicht. Damit kann ich nicht dienen. Dann komm wieder, wenn du es kannst. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Erstmal. Ich habe was anderes gehört. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ich bin ganz deiner Meinung. Er musste es ja besser wissen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ist das wirklich wahr? Das passiert mir nicht nochmal. An der Geschichte. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Ihr lasst hier nur Banditen und Schürfer rein? Gegen die Brüder aus der Sekte haben wir auch nichts. Aber sonst kommt uns hier keiner rein. Du hast das nicht gewusst. Immer wieder die Leier. Das ist eine schöne Sache. Das Ärger gibt. Ich muss immer aufpassen, was man rum erzählt. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich dachte, das wäre schon lange. Das weiß ich nicht, mein. Warum störst du den Hüter des Erzes? Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adlanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Quatscht wird viel. War doch klar, dass das Ärger gibt. Man selbst ist doch nicht besonders schlau. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. In so einer Haut will ich trotzdem nicht stecken.
hast du recht. Der Quatsch wird viel. Hey du! Verpiss dich! Der Quatsch wird viel. Kann schon sein. Lass dich auf jemanden und... Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich hätte das anders gemacht. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier. Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm nicht so. Mach's gut. Mach's besser. Das ist eine schöne Sache. Glaubst du wirklich daran? In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Mach's gut. Mach's besser. Hört mich da lieber raus. Immer wieder dieselbe Leier. War nicht besonders schlau. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre das nach Hause. Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wenn du meinst. Hey du. Kann schon sein. Das will doch keiner mehr. Fisk aus dem alten Lager ist auf der Suche nach einem neuen Handelspartner. Und warum erzählst du mir das? Ich dachte, du hättest vielleicht Lust, ein bisschen Erz zu verdienen. Warum nicht? Sag Fisk, er kann in den nächsten Tagen mit mir rechnen. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Keine Ahnung, sag du es. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Dass ich daran das war keine. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Du meinst, das wundert mich nicht. Ist doch wahr. Wenn du meinst, das spürt viel. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Das passiert mir nicht nochmal. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich halte mich da lieber klar, dass das Ärger gibt. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Früher wäre das Ganze im Ausgang, was man... Ich verschwinde. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. In seiner Haut will ich trotzdem... Lass uns lieber... Kann schon sein. Manche lernen eben gar nichts dazu. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist doch alles nur Gerede. Solange ich damit nicht zu tun habe... Das ist kein Geheimnis. Das wundert mich nicht. Hör nicht mehr auf das Gefahr. Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht zu. Nichts gibt's, wie gestern nichts gekocht hat. Einige Probleme liegen sich vor. Ah, lass uns lieber über Wasser reden. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Alles glauben, was man hört. Das sind nur Gerüchte. Ja, das ist doch nichts Neues. Das ist doch nichts Neues. Lass mich mal durch! Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Lass mich mal durch! Ganz allein. Will ich trotzdem nicht. Daran wird sich nie was ändern. Möglich. Lass uns lieber über was anderes reden. Hey du. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs. Die wollen sicher auch was. Mich fragt ja keiner. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Hey du. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier. 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid.
Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das war keine große Sache. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen und... War nicht besonders schlau. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich da mal vorbei? Es war doch seine Entscheidung. Hey du! Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her! Hier! 10 Erz! Wenn du wieder mal was hast! Du weißt Bescheid. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Pass auf deinen Rücken auf! Plötzlich fällt ihm die Spitzhacke aus der Hand und er läuft wieder an. Ich hau ihn auf den Rücken und weißt du, was er verschluckt hat? Das kann doch nicht wahr sein. Warum erfahre ich das erst jetzt? Wo kommt dich drauf aus? Ich hab was anderes. Da gab's dann nur noch ein Problem bei der Sache. Der Kerl stand bei ihrem Schrank und hat alles mit angehört. Der Rest des Abends war gelaufen. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte das anders gemacht. Und glaube ja nicht, dass er alles ist. War nicht besonders der schlau. Der Quatsch wird viel. An der Geschichte muss ja doch wohl was dran sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Hast du gesagt, solange ich da nichts zu tun habe? War doch klar, dass das Ärger gibt. Der muss einfach mehr treffen. Das liegt auf der Hand. Da gab's dann nur noch ein Problem. Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Vor Lachen hau ich mir aufs Knie. Du und die Arena, sag ich.
Du weißt ja nicht mal, wo beim Schwert der Griff sitzt. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. War doch klar, dass das... Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Damit kann ich nicht dienen. Dann komm wieder, wenn du es kannst. Solange ich damit nichts zu tun habe. Das wird nicht so heiß. Da gab's dann nur noch ein Problem bei der Sache. Ja, das hat für uns. Der Kerl stand bei ihrem Schrank und hat alles mit angehört. Der Rest des Abends war gelaufen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Lass uns lieber über was anderes reden. Da habe ich ihn gefragt, woher er das wisse. Warum sollte er das tun? Er würde es sich ganz bestimmt mit ihr verscherzen. Das wagt er nicht. Das ist ein Feigling. Das passiert mir nicht nochmal. Und was glaubst du, wie es war? Es war ein Trauerspiel. Erst platzt dieser Kerl rein, die Waffe gezogen. Stinksau. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier. 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ich habe das nicht gemacht. Na, lass uns lieber über was machen. An der Geschichte muss ja was dran sein. Genau das habe ich auch gesagt. Man muss eben aufpassen. Daran. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Hey du! Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Ich nehme die 100 Erz. Wie du willst. Hier. Nur eine Fleischwanze. Das ist wirklich. Ich glaube, das Wetter wird ja besser. Hervorragend. Damit gehört das BMI dann. Ich glaube kaum. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. Klar, dass das Ärger für war eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Glaubst du wirklich daran schon sein? Ist das wirklich wahr? Und just in dem Moment stolpert er über eine Wurzel. Ich hab mich platt gelacht. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist, ne? Ich frag ihn, wo er hin will. Also, mir geht es er sagt, das geht mich... Früher war es...